So, und dann sind wir auch schon wieder direkt zum nächsten Part WoW. Sind immer noch auf der Suche nach Hafer. Da hinten ist endlich welches. Dann haben wir auch das Hafer abgeschlossen. Jo. Nun sind die Erntebehüter dran. So, ich muss leider eine kurze Pause machen. Jetzt geht es aber weiter. Okay, alles gut. So, Erntebehüter töten. Was so viel Spaß macht. Ich bin bis jetzt noch nicht sicher, ob meine Taktiken so funktionieren, wie ich sie hier zeige. Ich glaube, man spielt das alles ganz anders. Und das heißt, ich habe tatsächlich immer noch. Also, ich bin der übelste Noob. Ich bin der übelste Noob. Brauche ich auch kein Vertun drum machen. Aber ich dachte so irgendwie, wenn man so das erste Gebiet oder sowas fertig hat, dass sich das vielleicht irgendwann dieses Gefühl des Noob-Seins irgendwie mal bessert. Aber irgendwie so gar nicht. Also so gar nicht, gar nicht. Wobei bei FF14 ist es genauso. Ich halt auch noch so wie der übelste Noob. Das lädt immer noch auf. Wobei ich immer noch stolz darauf bin, dass ich deutlich weniger sterbe als in meinen allerersten Versuchen mit Classic. Aber ich muss sagen, Classic gefällt mir immer noch sehr gut. Ich kann es nur in jedem Part wiederholen. Classic gefällt mir sehr, sehr gut. Bisher. Kann sich alles noch ändern. Dieser Zauber Ich kann ist auch nicht in wirken. drei, vier Gebieten sagen, Das lädt pff, immer noch nö. auf. Hab keinen Bock mehr. Kann ich doch nicht wirken. Das überlebe ich nicht. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Oh, wird knapp, wird knapp. Dieser Zauber ist noch Ui. nicht bereit. Knapp. So. Also, das haben wir fertig. Die Kopftücher brauchen wir noch. Die Gnoltatzen brauchen wir noch. Die Geiferzahnleber brauchen wir noch. Feinsteller und das Erbstück. Hier kommen wir sowieso noch mal vorbei, von daher. Das ist jetzt erstmal Wumpe. Komm, jetzt als nächstes die Feinsteller, die sind ja direkt hier hinten. Oh, Bros, Kürbishof, ja. Erstmal nach hinten zu diesen Leuten. Rotes Tuch. So, geht sofort weiter.
Okay. Hallo, Koruba! So. Komm her, meine Kleinen. Das lädt immer noch auf. Das Wunder ist noch nicht bereit. Okay. Ja, das lädt immer noch auf. Oh, jetzt habe ich den falschen Zauber, egal. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Okay, naja, wir sind von selbst dahin gerafft worden. In seinen eigenen Wunden krepiert. Nein, ist er nicht. Er ist am Feuer krepiert, aber trotzdem. Es wird in seiner toten Akte stehen. Wenn er denn eine kriegt. Also, kriegen die Leute überhaupt eine toten Akte? Neun und sieben. Kopftücher haben wir 13. Passt doch. Gut. Ich muss näher ran. Das lädt immer noch auf. Ja. Besten gehe ich jetzt von dieser Seite aus ran. Holen wir uns hier nämlich den Feinsteller. Und 8. Ja. Gott. Klappt das? Ja, klappt. Sehr geil. Ich glaube, bei den beiden wird es aber nicht klappen. Da hatte ich, glaube ich, damit schon Probleme. Wie ich das eine Mal hier gespielt habe. Bei der allerersten Aufnahme. Kann ich noch nicht wirken. Aber weiter als bis hierhin bin ich auch nie gekommen. Also ich habe Westfalen nie verlassen. Also viel ist es nicht mehr, was ich noch kenne. Außer halt vom Retail. Aber da habe ich tatsächlich die Quests geskippt. Ich habe halt nichts gelesen. Ich weiß gar nicht. Ich war neulich in einem Stream. Und hatte dann erzählt, ja, fang gerade mit WoW an. Also für mich privat. Ja, für das Aufnehmen und so habe ich jetzt nicht erzählt, aber. Also so. Damals einmal kurz angefangen. Kein Plan bei der Story gehabt, also wieder aufgehört. Hat doch einer gefragt, wie, WoW hat eine Story? Jo. Ich muss ja sagen, so von der eigentlichen Hauptgeschichte, so weiß ich tatsächlich gar nicht, was hier abgeht. Also, ich weiß nicht, besonders viel haben wir jetzt noch gar nicht so. Wenn ich jetzt die Story bisher hier wiedergeben müsste, könnte ich halt nur sagen, ja, die Bruderschaft der Defius, ne, die lungert hier so ein bisschen rum und bereitet hier so ein bisschen Schwierigkeiten. Mehr könnte ich da jetzt tatsächlich so auch nicht erzählen. Und dass sie halt keine Soldaten haben. Also sich hier alle auf was anderes konzentrieren.
So, oh Gott. Knie weg. Damit meine ich jetzt wirklich schnell weg. Sollte aber reichen, dass bis wir wieder da sind. Die Tuse noch alleine ist. Ach, weil... Ah, Mist, war jetzt dumm. Egal. Ah, die Kopftücher haben wir jetzt sogar auch schon vollständig. Sehr geil. Ist ja hier auch gar nicht mehr so viel. Danach werden die Gnolls halt anstrengend. Schwacher Mana-Trank. Mana-Trank ist ja schon mal gut. Kann man noch irgendwie Tränke brauen? Wenn ja, wie? Was brauche ich dafür? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Was brauche ich zum Tränke brauen? Wahrscheinlich sowas wie Alchemie und Kräuterkunde, oder? Also könnt ihr mir jetzt vorstellen, dass man das bräuchte. Wissen tue ich es natürlich nicht. Das ist jetzt einfach nur eine grobe Vermutung. Bei Essen brauche ich ja quasi nicht. Das spare ich mir ja. Schmuggler. Okay, ich brauche hier so nur Schmuggler. Na, der hier noch zwei Stück. Oh Gott. Das war gerade sehr, sehr dumm. Ich bin außer Reichweite. Das wird immer noch auf. Könnte noch klappen. Ui. Okay. Ein Schmuggler ist auf jeden Fall gespawnt. Ich hatte halt die Hoffnung, dass ich da jetzt irgendwie reinkomme. Ich glaube, die Stufe 14 kriegen wir heute auf jeden Fall. Spätestens, wenn wir die ganzen Aufträge abgeben.
einen ziehen. Schauen wir mal, dass es jetzt gut geht. Oh Gott. Ist tatsächlich gut gegangen. Hätte ich nicht mitgerechnet. Hätte ich ohne Witz nicht mitgerechnet. Ein Schmuggler fehlt noch. Das ist zu weit entfernt. Muss ich mit denen da einmal weg? Könnte sein, dass der Partner davon bald spawnt. Okay. Ja, jetzt hat es halt wirklich warten, bis... Da ist ein Schmuggler. Und dann sitzt du doch die Gnole und die komische Eber. Und da hat die so eine Uhr. Und mit der Uhr würde ich noch etwas abwarten. So, wir können hier weg. Auch das ist fertig. Weil, wie gesagt, die Taschenuhr, Geiferzahnleber. Genug Tatzen. Weiß nicht. Sturmwind. Sturmwind würde ich halt eigentlich lieber dann machen, wenn wir... unsere neue Rüstung holen. Problem dabei ist, wir werden aber vorher noch wegen der Zauber hin müssen. Wir brauchen halt vorher auch Geld. Ne? Oder muss nichts los? Versuchen es noch mal. Kann ich noch nicht sehen. Das hält immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich krieg dieses Scheiße einfach nicht. Ich glaube, die Kleinen geben die halt einfach nicht her. Ich muss näher die Jungen. Naja, kümmern wir uns erstmal um die Gnole. Es gibt gerade relativ viel Gnole hier, die einzeln rumlaufen. Ich brauche ein Ziel. Wir müssen unsere Sachen bald reparieren.
glaube, dadurch nehmen wir jetzt auch mehr Schaden, oder? Kann das sein? Dadurch, dass unsere Rüstung jetzt nicht mehr ganz so top in Form ist. Oder hat das darauf keinen Einfluss? Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Nulltasse. Genulltasse. Mhm. Ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Noch eine Genulltasse. Jetzt, nachdem wir alle Tasten durch haben. Noch ein Ziel. 7 von 8. Ja klar, jetzt geht das schnell, ne? Die ganz andere Zeit. Da mussten wir zusehen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Okay, Gnulltatzen haben wir. Nächstes, was wir fertig haben. Also, Geiferzahnleber fehlt noch. Das hier machen wir wie gesagt noch nicht. Wir machen uns jetzt erstmal auf die Suche nach dem Wildschwein. Egal ob jung oder alt. Oder normal. Irgendeiner wird das ja wohl haben. Geiferzahnschnauze. Die Schnauze brauchen wir nicht. Naja. Wer ist ein anderer Spieler? Camboulange. Oder wie auch immer. Es gibt sogar einen. Okay, der ist es auf jeden Fall nicht. Ich hätte gern vorher noch diese Geiferzahn-Dinger. Zumindest wissen, woher man die kriegt. Da ist sie. Geil, 14 lieber. Man kriegt es also doch von den Kleinen. Die droppen halt nur verdammt selten. Oh. Herr Wolf, könnten Sie bitte verschwinden? Danke. Thank you.
Also Wildschweinchen töten. Das sind jetzt ganz, ganz viele. Ich habe kein Ziel. Kann sich um Stunden handeln. Da war wieder einer. Wenn sie nicht gestorben ist, dann ist sie immer noch auf Jagd auf Ebern. Wildschweinen. Whatever. Voll. Stoff. Oh mein Gott, die hätte ich gerne. Das kommt raus. Ich kann nicht mehr tragen. Ja. Und oh, okay. Na gut, aber ist da 25 Rüstung, aber plus 1 Windkraft. Gesundheits- und Mana-Regenerationsgrad. Aber das ist ja eigentlich nicht schlecht, oder? Ich behalte einfach beides in meinem Inventar. Bei plus 1 Willenskraft. Doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Wahrscheinlich, bis ihr mir sagen könnt, ob die Hose gut ist oder nicht. Bis dahin ist wahrscheinlich schon 2 Wochen vergangen. Und wahrscheinlich habe ich bis dahin schon Hose für 17er Stufe. Wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Vielleicht haben sie sich auch einfach gedacht, ey, mit diesen Schweinchen kann man super leveln. Drei von acht, die haben noch nicht mal die Hälfte. Noch ein Ziel. Inventar ist voll. Und findet halt auch kaum was davon.
Also wirklich gar nichts, gar nichts. Also ich könnte auch schon Platz schaffen, indem ich einfach mal wieder was verkaufe oder ein paar Quests abgebe. Aber ich will jetzt diesen Dinger haben. Ja, mir Blut geleckt. Das geht wahrscheinlich bis Stufe 14 jetzt. Okay, ich sag mal, wir haben alles zusammen, wenn wir hier hinten sind. Das lädt immer noch auf. Ich kann nicht mehr tragen. 4 von 8. Wie gesagt, ich schätze, wenn wir hier hinten sind, haben wir alles zusammen. Bei der Kugel. Ich freue mich natürlich, wenn ich Unrecht habe und es eher klappt. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Schweinchen, hauen rein, ey. 5 von 8. Könnte auch vorher klappen. Okay, ich sage bis zu 7 Sternen. Ich revidiere meine Aussage. Oh, und jetzt dauert es dann doch bis dahin. Kann ich noch nicht wirken. Okay, da war diesmal nichts dabei. Kochen. Ich habe keine Ahnung, wo hier Schweinchen noch sein sollen. Also das ganze Gebiet ausgerottet. Da ist nur eins. Wir brauchen, glaube ich, nur 3. Ja. Kacke. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Auf Stufe 10. Nicht genug Mana. Weil ich gerade nicht genug Mana habe. Ich brauche mehr Mana. Inventar ist voll.